Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Schöner Wohnen und Gesund Leben. Heute zurück zu den Wurzeln. Eigentliche Thema dieses Kanals: Pflanzen. Bevor ich damit mit euch anfange, möchte ich mich nur für mein vorangegangenes Video bei euch bedanken für die zahlreichen Kommentare. Offensichtlich war das doch ein sehr brisantes Thema. Ich bedanke mich, bin immer noch dabei, die Fülle von Kommentaren zu beantworten, jedem gerecht zu werden, weil ich nicht irgendetwas reinschreiben möchte. Bitte gebt mir da ein bisschen Zeit. Aber jetzt legen wir los. Das Thema heute ist, wir ziehen uns unsere eigene Mangopflanze. Mango, ich denke, das brauche ich nicht erklären. Das weiß jeder, was in einem Mango ist. Und jeder von euch hat sicherlich auch schon mal einen Mangokern gesehen. Das Besondere ist, was ich heute zeige, nämlich ich werde euch zeigen zwei ganz unterschiedliche Methoden, wie wir den Mangokern zum Keimen bringen. Also keine normale Methode von wegen in die Erde stecken, sondern wirklich etwas sehr Spezielles, was euch sehr einfach fallen wird, das nachzumachen. Also, wie bekomme ich den Mangokern eben aus der Hülle heraus? Ich habe es schon ein bisschen aufgeschnitten, damit es mir hier nicht das Malheur passiert, dass ich mir vielleicht noch in die Hand säble. So ein bisschen wie, könnt ihr euch vorstellen, ein bisschen wie eine Auster, ja? So, dann habt ihr das aufgeschnitten. Ja, jetzt geht es nicht. Einen Moment. So. Und et voilà, da haben wir es auch schon. Das ist der eigentliche Mangokern. Was ich dann mache, bevor ich ihn einsetze, ich befreie ihn noch von der Schale. Ihr seht, es lässt sich sehr, sehr einfach abmachen. Sehr, sehr schön. Und der Kern, muss ich wirklich sagen, sieht doch einfach mal wunderbar und perfekt aus. So, also, um diesen Kern geht es heute. Und zwei unterschiedliche Keimvorgänge möchte ich euch zeigen. Einmal ganz einfach, ich habe diesen Kern genommen und habe ihn einfach in ein Küchentuch gewickelt und habe den einfach nur feucht besprüht und danach reingemacht, den Sipp zugemacht und dann einfach liegen lassen. Alle zwei, drei Tage ein bisschen besprüht. Und et voilà, jetzt nach unglaublichen nur 5 Tagen ist dieser Kern gekeimt. Jetzt wollen wir uns mal schauen, wie das da drinnen aussieht. Natürlich jetzt ein bisschen dunkel von dem Keim. Hier kann man schon die erste Seite sehen von der Bekeimung. Und dann packen wir das aus. Und das ist ein so schönes Bild, euch zu zeigen. Das ist wirklich unglaublich. Einen Augenblick, lieber Kameramann. Die Wurzel hat sich schon so weit ausgebildet, dass sie sich ein bisschen sogar schon im Küchentuch verfangen hat. Einen Moment, ich löse das Ganze. So. Jawohl. So, jetzt packen wir das Ganze mal an die Seite und jetzt zeige ich es euch. Das ist also der trockene Kern nochmal. Und hier jetzt, wie groß ist der Kern geworden? Das, was hier weiß ist, wird dann eben, man sieht das sehr schön, grün. Dann aus zwei unterschiedlichen Enden entwickeln sich natürlich nachher die Wurzel, was kann man hier sehr schön sehen? Die Wurzel ist unheimlich gut und schnell ausgebildet. Und natürlich aus dem anderen Ende hier oben, und das kann man hier ansatzweise schon sehen, kommt dann eben die Pflanze nach oben gesprossen. Das war der erste Vorgang, wie ich versucht habe, den Mangokern
keimen zu lassen. Jetzt habe ich für euch was ganz Besonderes. Und zwar, jetzt werdet ihr euch fragen, was ist denn das, was da drin ist? Das da drin ist nichts anderes wie schwarzer Tee. Wir haben also schwarzen Tee getrunken, dann haben wir haben das im Granulat gemacht. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Das ist ein ganz herkömmlicher schwarzer Tee, normal aufgebrüht. Wir haben den getrunken und dann abgeseilt und dann einfach mit ein bisschen Wasser aufgefüllt. Und da habe ich den Kern hineingesteckt. Und auch hier sehen wir wunderbar, es wird grün. Und die Wurzel ist auch hier fantastisch ausgebildet und verzweigt sich hier oben sogar. Also besser geht's wirklich nicht mehr. Warum habe ich Tee gewählt? Tee hat Koffein und Koffein reizt zur Wurzelbildung und zum Keimen. Deswegen habe ich das gewählt. Also, wir haben hier zwei wunderhübsch ausgebildete, einmal Küchentuch, einmal schwarzer Tee, wunderbar ausgebildete mit Wurzeln Mangokerne und werde die jetzt mit euch einpflanzen. Also, fangen wir an, tun wir das ein bisschen auf die Seite hier. Machen wir das ein bisschen auf die Seite. Gut, ihr Lieben, geht's los. Und zwar, wir reden hier wieder bei der Mango von einer exotischen Pflanze und auch hier, wie in meinen vorangegangenen Pflanzenvideos, habe ich schon erklärt, ich persönlich bevorzuge ein Granulat, was sehr leicht ist. Und da sind wir eben wieder bei dem ganz leichten Humus. Man sieht das sehr schön, wie der abfällt. Humus, bisschen angefeuchtet und Humus ist hier in dem Fall nichts anderes wie eine Kokoserde. Wir befüllen also den unteren Bereich mit der Kokoserde. Dann nehmen wir den ersten Kern. Das ist jetzt der Kern aus dem schwarzen Tee. Setzen das Ganze mit der Wurzel nach unten selbstverständlich ein. Drücken es bitte nur ganz leicht an und dann kommt der Rest, wird mit Erde aufgefüllt. Und zack, Nummer 1, fertig. Dann machen wir noch Nummer 2, unten wieder auffüllen mit ein bisschen schön Kokoserde. Ja, so, denke mal, das kann man gut sehen. Also so ungefähr so ein Dreiviertelteil ist aufgefüllt. Und jetzt nehmen wir den zweiten Kern. Sehr schön, Wurzel ausgebildet, schlängelt sich so richtig schön hier drumherum. Und stecken das in die Erde hinein. Mach's mal nach unten, obwohl ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob es jetzt, doch es ist richtig, die richtige Seite ist nach unten gedrückt und dann auch hier leicht andrücken, den Rest mit Kokoserde auffüllen. Und beides ist schon fertig, et voilà. Dann natürlich, ihr wisst es wie immer, ich sage in meinen Videos, vergesst nicht, das Ganze reichlich anzusprühen. Bitte unbedingt, die Pflanzen danken es euch, mit abgestandenem Wasser. Sollte mindestens 2-3 Tage schon gestanden haben und bitte auf Zimmertemperatur. Dann sprühen wir das Ganze jetzt sehr schön an. Dann natürlich für den Rest der Keimung werde ich das jetzt aufs Fensterbrett stellen.
Und dann natürlich ganz sicher, wenn sich dann die Pflanze oben rausgebildet hat, also oben schon gesprossen ist, dann natürlich wird es davon ein Update-Video geben. Ihr könnt dann sehen, wie sich die Pflanze entwickelt hat. Darf euch für die zukünftigen Videos versprechen. Ich habe sehr, sehr viele Überraschungen für euch, dass man Pflanzen keimen kann auf nicht immer nur herkömmlicher Weise mit der Erde, sondern auf ganz besonderem, aber einfachen und verständlichen Weg. So, das waren heute meine Ausführungen. Sehr einfach, wie ziehe ich mir meine eigene Mangopflanze und freue mich natürlich, wenn euch das Video gefallen hat. Oh, würde mich sehr freuen, wenn ihr Tatsache das Video von Anfang bis Ende auch schaut. Würde ich klasse finden. Und ansonsten sage ich, ich bin im Moment erstmal raus. Wir sehen uns in einer meiner nächsten Videos wieder. Hoffe, es hat euch gefallen. Sage ich, bin raus. Ade, Fierti, Tschüssi. Baba!